Für viele Kinder immer noch ein aufregender Gang, der Besuch beim Zahnarzt. Doch gerade hier gilt die Devise, je früher, desto besser. Was viele Eltern nicht wissen, die Milchzähne fallen zwar später aus, aber gesunde Zähne sind immens wichtig für eine gesunde Entwicklung des kleinen Kindes. Zahnschmerzen, Zahnlücken oder zerstörte Zähne können das gesunde Aufwachsen erheblich beeinflussen. Der frühzeitige Besuch beim Zahnarzt ist bedeutend. So sollte die regelmäßige zahnärztliche Kontrolle für Kleinkinder ab dem 6. Lebensmonat beginnen, weil frühkindliche Karies bereits kurz nach dem Durchbruch der Oberkieferfrontzähne ab dem 6. Monat einsetzen kann. Die zahnärztliche Prävention sollte bereits während der Schwangerschaft einsetzen, denn eine gute Mundgesundheit der Mutter und Aufklärung über Ernährung, Pflege und Fluorideinsatz sind wichtige Voraussetzungen für eine gesunde Kindesentwicklung. Milchzähne sind wichtig für eine gesunde Kindesentwicklung, also auch für eine gesunde Entwicklung des bleibenden Gebisses. Sie haben eine besondere Funktion bei der Sprachentwicklung, bei der Kaufunktion, als Platzhalter für die bleibenden Zähne, als auch für eine gesunde psychosoziale Entwicklung. Ein früher Zahnarztbesuch ist aber auch klug, weil das Kind so erst einmal spielerisch eine Praxis kennenlernt. Denn wenn schon beim ersten Zahnarztbesuch gebohrt wird, ist das ein schlechter Start für die regelmäßige und angstfreie Vorsorge. Mundhygiene sollte bereits mit dem Durchbruch des ersten Milchzahnes beginnen. Gleichzeitig soll der Zahnarztbesuch als etwas Natürliches in der Familie erlebt werden. Bei der Ernährung ist zu beachten, dass süße oder säurehaltige Getränke nicht in die Nuckelflasche gehören, vor allen Dingen nicht nachts. Ansonsten haben bereits die Kleinkinder ein Problem mit frühkindlicher Karies. Frühe Vorsorge zahlt sich aus. Bei den 12-Jährigen in Deutschland ist Karies in den letzten 15 Jahren um 73% zurückgegangen. Damit liegt Deutschland in der internationalen Spitzengruppe. Auch bei den 6-Jährigen sieht es nicht schlecht aus. In den letzten 16 Jahren gingen die Karieserkrankungen um bis zu 37% zurück. Verbesserungsbedarfe haben wir vor allen Dingen bei Kleinkindern in Familien mit sozial schwierigen Lebenslagen und bei Migranten. Wir stellen hier mehr Karies fest, ein schlechtes Mundhygieneverhalten, seltenere Zahnarztbesuche und in deren Folge auch weniger Fissurenversiegelung, aber auch einen seltenen Einsatz von Fluoriden. Frühkindliche Karies ist in diesen Bereichen bereits ein Problem. Ein Vorsorgetermin kann heiter sein. Und wenn die Kinder ihren Zahnarzt gut kennen, kommen sie auch beim nächsten Mal wieder gern vorbei. Ganz ohne Angst und mit gesunden Zähnen.